Ronja Lichtenstein, möchtest du dich gleich selber vorstellen? Ich stelle mich kurz selber vor. Mein Name ist Ronja Lichtsteiner, ich bin Juristin in der Bundeskanzlei und beschäftige mich dort mit IT-rechtlichen Fragestellungen. Ich bin zuständig für den Bereich DETI bzw. unterstütze ihn in rechtlichen Fragestellungen aller Art. Und das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin. Zusammen mit Simon Schlauri haben wir in den Hilfsmitteln diverse rechtliche Fragestellungen aufgenommen und versucht zu beantworten. Und im Vorfeld, als wir zusammen gesessen sind und uns überlegt haben, was wir heute präsentieren möchten, haben wir uns einfach entschieden, gewisse rechtliche Fragen herauszupicken und diese hier zu beleuchten. Aber genau, der große Umfang finden Sie dann in den Hilfsmitteln, die jetzt ja schon mehrfach erwähnt worden sind. Genau, hier ist noch der Link auf die Website. Sobald Sie dann öffentlich sind, finden Sie die Hilfsmittel dort. Genau, um diese Fragen zu beleuchten, haben wir uns entschieden, einen Use Case zu benutzen. Wir dachten zuerst, wir seien optimistisch und nehmen einen Use Case, der fiktiv ist. Ein Blick auf Google hat uns dann gezeigt, dass er absolut nicht fiktiv ist und bereits so existiert, aber das kommt ja jetzt in diesem Fall nicht darauf an. Wir haben das Bundesamt für Umwelt, das BAFU, und das möchte eine Software beschaffen, die es ermöglicht, in Echtzeit die Luftqualität in der Schweiz zu messen und die Werte auf dem Internet anzugeben. Und die erste Frage, die sich das BAFU hier natürlich stellen muss, ist, wie kommen wir zu dieser Software? Gibt es die Möglichkeit, dass wir diese Software intern entwickeln? Oder haben wir das Know-how nicht und müssen wir die Software beschaffen? Und wir gehen jetzt einmal davon aus, dass das BAFU nicht über das interne Know-how verfügt, diese Software selbst zu entwickeln. Also wird sie sie beschaffen müssen. Und bei der Beschaffung stellt sich dann sogleich die zweite Frage, die wurde bereits beantwortet. Muss das BAFU die Software Open Source beschaffen? Und die Antwort ist hier nein. Es ist weiterhin möglich, auf proprietäre Software zurückzugreifen, wenn es denn eine solche im Markt gibt. In unserem fiktiven Beispiel gehen wir davon aus, dass es keine proprietäre Software gibt, also man kann sie nicht ab Stange beschaffen. Und darum hat sich dann das BAFU entschieden, diese Software entwickeln zu lassen von einer externen Unternehmung. Dort stellt sich jetzt weiter die Frage, nach MBAG muss diese entwickelte Software ja dann publiziert werden. Und das BAFU fragt sich nun, ja, gehört uns dann diese Software? Sind wir Eigentümerin dieser Software? Dürfen wir sie überhaupt publizieren? Und auch dort geben uns diverse gesetzliche Grundlagen Antwort. Es kommt hier ein bisschen darauf an, ob diese externe Unternehmung in einem Arbeitsverhältnis zum Bund steht oder nicht. Das gibt es, diese Konstellation, dass man sich dann anstellen lässt vom Bund. Und hier gibt es entweder das Urheberrechtsgesetz, das besagt, dass im Arbeitsverhältnis der Arbeitgeber die Lizenz eines Computerprogramms erhält. Aber es gibt auch das Obligationenrecht. Im Arbeitsrecht steht, dass Erfindungen und Designs dem Arbeitgeber gehören, wenn der Arbeitnehmer sie in seiner beruflichen Tätigkeit erstellt hat. Und da das Bundespersonalgesetz das diese Frage nicht regelt, kommt eben das OR zur Anwendung. Das ist einfach noch so als Schlaufe, warum ich das OR hier erwähne. Und in der Annahme, dass die externe Unternehmung nicht angestellt ist, sondern dass es sich um einen Auftrag oder im meisten Fall um einen Werkvertrag handelt, geben hier die AGB des Bundes Auskunft, die sagen, dass wenn Dritte eine Software für den Bund entwickeln, dass diese Software dann dem Bund gehört. Genau, das heißt, das BAFU hat in
grosso modo das Eigentum über die Software und lässt sie jetzt entwickeln und darf sie dann ja auch publizieren und hat sich jetzt entschieden, diese Software auf GitHub zu publizieren und stellt sich jetzt die Frage, ja, die Mitentwickler, die Mitentwicklerinnen, sollen die auf GitHub genannt werden? Gibt es die Möglichkeit, dass man deren Namen veröffentlicht? Und hier aus rechtlicher Sicht spricht eigentlich nichts dagegen, wenn die besagten EntwicklerInnen dies möchten. Aber eine Pflicht, die Namen zu veröffentlichen, wird schwierig, da dies aus Sicht des Datenschutzgesetzes nicht zulässig ist. Ja, aber ich empfehle einfach, diese Frage gerade bei Vertragsabschluss dann zu adressieren, damit man danach nicht diese rechtliche Frage noch zu klären hat. Und hier ist einfach nochmal eine kurze Übersicht, wann besteht die Pflicht, OSS zu publizieren und wann gibt es keine OSS-Pflicht. Eben, ich glaube, das haben wir zu Genüge vorhin schon gehört. Wenn es um selber entwickelte Software geht oder um entwickeln lassen, dann besteht die Pflicht zu publizieren. Und ansonsten eben eher nicht. Gut, dann übergebe ich Simon. Wunderbar, danke Ronja Lichtsteiner für den ersten Teil. Vielleicht kurz zu meiner Person. Mein Name ist Simon Schlauri, ich bin Rechtsanwalt für IT-Recht. Wir haben Büros in Zürich und St. Gallen, Anwaltskanzlei und Sani Schlauri, Anwälte. Wie gesagt, durfte ich zu diesen Leitfaden, die hier präsentiert worden sind, beitragen. Das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, jetzt auch das zu präsentieren, was wir gemacht haben. Die Frage, die ich mir stelle hier mit Ihnen zusammen, ist, welche Lizenz man denn jetzt wählen muss. Das ist der Hauptgegenstand eigentlich dieses Leitfadens zur Lizenzauswahl. Da haben wir, das ist vorhin schon auf einer Folie vorgekommen, verschiedene Use Cases herausgearbeitet, die man sich überlegen kann, ob das jetzt so ein Fall ist, den man da vor sich hat. Und bei diesen Use Cases wird jeweils eine Empfehlung abgegeben, welche Lizenz dass man da verwenden soll. Ich habe vier vielleicht von den wichtigeren Use Cases rausgepickt. Wir haben eine ganze Reihe in diesem Leitfaden. Der erste Use Case ist so ein bisschen der Klassiker. Man schreibt Software in der Regel nicht from scratch neu, sondern man nutzt gerade die verfügbare Open Source Codebasis, die da draußen im Netz schon besteht. Und dann ist es natürlich so, dass diese bereits unter bestimmten Lizenzen veröffentlicht wurden und lizenziert wurden. Und entsprechend muss man sich natürlich zuerst die Lizenz anschauen, die besteht beim bestehenden Code, den man nutzen möchte. Jetzt gibt es diese Unterscheidung im Open-Source-Bereich zwischen zwischen permissiven Lizenzen und Copyleft-Lizenzen. Copyleft heißt kurz gesagt, dass wenn ich einen Code nehme, den verändere und wieder an Dritte weitergebe, dass ich den Code dann wieder unter die gleiche Lizenz stellen muss und dass ich vor allem eben auch den Code weitergeben muss an diese Dritten. Also auch selbst wenn ich nur eine kompilierte Software weitergeben, muss ich dem anderen immer die Möglichkeit geben, von mir diesen Code, den ich verändert habe, anzupassen. Das Ziel des Copyleft ist, dass man die Software, die einmal veröffentlicht worden ist, eben frei hält, dass nicht Unternehmen kommen und diese Software wieder zu proprietärer Software machen können und dann wieder Geld verdienen können, damit ohne dass die Community, die beigetragen hat an diese Software, wieder von dem profitiert. Also die Idee ist, im Prinzip beim Copyleft ist so eine Art Tauschhandel. Jetzt klar, wenn ich Software nutze, die unter Copyleft steht, dann und diese Software dann wieder Dritten zur Verfügung stelle, wie das genau ist im Bund, wer jetzt Dritter ist und wer nicht, komme ich noch darauf zu sprechen. Wenn ich das tue, dann muss ich wieder die Software, die ich als Bund entwickle oder entwickeln lasse, gemäß MBAG, wieder unter die gleiche Lizenz stellen. Das ergibt sich schon aus der ursprünglichen Lizenz der Software, die ich verwendet habe. Das ist mal der erste Use Case. Wenn diese ursprüngliche Lizenz eine permissive Lizenz ist, also keine Copyleft-Klauseln enthält,
Das ist alles im Leitfaden aufgeschrieben, welche das dann sind. Dann kann ich mit dem Text oder mit dem Code grundsätzlich machen, was ich will. Ich kann ihn auch unter anderen Lizenzen veröffentlichen. Ich muss einfach regelmäßig den Hinweis geben, dass Code aus dieser Quelle unter dieser und dieser Lizenz verwendet wurde für das Projekt. Das ist vorgeschrieben. Nächster Use Case. Wir haben es vorhin gehört, es gibt diese Idee der Community. Ich habe vielleicht Software, es gibt bereits ein bestehendes Projekt, oder ich möchte ein neues Projekt begründen, das vielleicht dann von mehreren Leuten getragen wird. Es gibt zum Beispiel das Projekt Open Justitia, da haben wir mal ein Gutachten gemacht dazu. Da ist mal grundsätzlich das Bundesverwaltungsgericht beteiligt, aber die Idee ist, dass auch andere Gerichte sich da engagieren können, dass man beiträgt und so das ganze Projekt eigentlich weiterträgt. Das ist diese Idee dieser Open-Source-Community eben mit diesem Tauschmodell. Und wenn das Ziel eines neuen Projekts jetzt ist, dass ich eine solche Community schaffe als Bund, wenn man hofft, dass andere Gemeinden, Kantone, im Ausland andere Entitäten sich beteiligen daran, dann empfiehlt es sich, eine Lizenz mit Copyleft zu verwenden. Das ist der zweite Use Case hier. Da gibt es einen dritten Use Case, dass ich einfach möglichst eine breite Verwendung möchte. Ich habe zum Beispiel eine Referenzimplementation für irgendeine bestimmte Technologie. Patientendossier vielleicht könnte es sein, dass so etwas passiert. Elektronische Identität. Da gibt es vielleicht solche Sachen, wo man sagt, also ich weiß es konkret nicht, ob es wirklich der Fall ist, aber es wäre vorstellbar, dass man sagt, wir möchten bestimmte Technologie oder bestimmte Mechanismen immer gleich genutzt haben. Und da kann man eine Referenzimplementierung schreiben. Und ja, das ist dann die Frage, unter welche Lizenz man das stellt. Und der letzte Use Case, den ich heute besprechen möchte, noch kurz, ist so dieses Fire-and-Forget-Prinzip. Ich hoffe, das ist nicht der Hauptgrundsatz. Wenn im Gesetz steht, Sie müssen das jetzt als Open Source veröffentlichen, dann ja, da machen wir es halt, aber nachher möglichst nichts mehr damit zu tun haben. Aber wenn das jetzt vielleicht an einem kleinen Projekt der Fall ist, man möchte nicht sehr viel Zeit nachher noch sich beschäftigen mit, aber trotzdem muss man es der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, dann ist das ein weiterer Use Case, den man vielleicht mal anschauen könnte. Gut, welche Lizenz nutzen wir jetzt? Also eben, das mit Copyleft habe ich bereits erklärt. Da muss man einfach die jeweilige Lizenz nutzen der vorbestehenden Software. Bei der Community, da geht es auch, da pfeift irgendwas. Ist ja schon. Okay, gut. Danke, ich pressiere. Wenn ich eine Community begründen möchte, müssen wir auch schauen, dass man eben diese Tauschsituation verstärkt mit einem Copyleft, ist ein gutes Instrument. Bei einer Referenzimplementierung, wo es möglichst breit genutzt werden soll, habe ich auch Interesse, dass es in kommerzieller Software genutzt wird. Also permissive Lizenz, zum Beispiel Apache oder BSD2, wie es hier genannt worden ist. Und wenn es dieses Fire-and-Forget-Ding sein soll, dann kann man auch eine permissive Lizenz nehmen. Da will man auch ja nichts mehr zu tun haben damit. Dieser neue Leitfaden, den wir da geschaffen haben, der kann als Entscheidungsgrundlage dienen bei der Auswahl dieser Lizenzen. Dann noch kurz dieses Thema Copyleft innerhalb der Bundesverwaltung. Wie ist denn das jetzt? Also grundsätzlich eben Copyleft heißt, dass wenn ich Software verändere, die unter einer Copyleft-Lizenz steht und den Code wieder Dritten zur Verfügung stelle, dann muss ich das im Quellcode machen und ich muss den Code unter die gleiche Lizenz stellen, unter der schon der Ursprungscode gestanden hat. Die Frage ist, wie ist das jetzt mit Dritten? Das haben wir mal abgeklärt vor längerer Zeit und es gibt eine Publikation dazu im Newsletter IT. Grundsätzlich hängt es davon ab, ob der Empfänger, dieser Dritte, eine eigene Rechtspersönlichkeit hat. Also wenn ich das innerhalb der zentralen Bundesverwaltung austausche, da ist einfach der Bund die Rechtspersönlichkeit, da löst das kein Copyleft aus. Wenn ich aber zum Beispiel Software an die SBB oder an die Post weitergebe, dezentrale Bundesverwaltung, dann haben wir neue juristische Personen, also löst das Copyleft aus und man müsste dann die Software eben
im Quellcode weitergeben und wieder die Lizenz verwenden. Es heißt vor allem auch, Copyleft, dass ich nicht zusätzliche Auflagen machen darf. Also ich darf nicht die Lizenz verwenden und dann sagen, aber du musst zusätzlich noch das und das machen. Also man darf keine Weisungen geben. Jetzt, wir haben vorhin gehört, MBAG 9 sagt ja eigentlich sowieso, wenn der Bund Software entwickelt, also mindestens die zentrale Bundesverwaltung Software entwickelt, dann muss das unter Open Source Lizenzen gestellt werden und entsprechend spielt das hier nicht die ganz große Rolle, aber spätestens dann, wie gesagt, wenn man es rausgeben will, kann es dann wieder eine Rolle spielen. Gut, wie weiter? Wir haben es gesehen, ganz kurz, die Hilfsmittel wurden bereits vorgestellt. Ich habe hier einen Link, vielleicht wird der Link im Laufe der Zeit noch ein bisschen einfacher und die Sachen sind einfacher zu finden. Sie können es sich anschauen. Vielleicht noch die Frage, ob wir jetzt eine Fragerunde machen oder im Anschluss. Vielleicht ganz kurz eine Frage. Sonst würden wir die Fragen am Schluss zusammenziehen. Gut, wunderbar. Danke. Danke Simon, danke Ronny.